Was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Immer schlimmer. Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh, oh mein Gott. Und einen Weg, Goal da rüber zu bekommen. Auf geht's. Mhm. Okay. Hussa, es geht um Sprengtief. Puh, das war ganz schön tief. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Oha, die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Verdammt. Genau, verdammt. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Bitte nicht. Oh mein Gott. Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Die ist im Eimer. Weg damit. Jetzt komm schon, nichts. Verdammt. Puh. Man soll keine Sachen auf die, wenn man vorhat zu rennen. Jep, brauche ich eine neue Sicherung. Bei dir ist die Sicherung durchgebrannt. Wow. Hussa. Wie du den wieder gerissen hast, ey. Oh komm. Nach oben. Wo gehst du hin? Nach oben. Okay. Über das Fingerhut da? Wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt. Wenn es denn da wäre. Die bewusstlose Frau. Und hier ist ein rostiger Lasten. Da muss man kein Genie. Gut, dann werden wir mal hier entlang gehen. Horizont. Bis zum Horizont, Tetanus glänzender Rost und ungesicherte Stromleitung. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Tetanus glänzend. Oh. Okay. Nichts. Ich muss aufhören, überall Qualitätsarbeit zu erwarten. Wenn ich Müllsucher werden wollte, hätte ich in Kuwak bleiben können. Ohne triftigen Grund fühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Okay. Hat sie schon mal hingemacht? Toll. Hier fehlt doch etwas. Ach, na klar, mein Interesse. Ach. Huh? Wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr? Ein Kaugummi? Etwas Zahnseide? Ha, das wird eine wunderbare Prothese. Ja. Schnaps. Wow, wow, immer langsam mit den jungen Pferden. Willst du nicht erst noch Hallo sagen, bevor du dir meinen Flachmann greifst? Nö. Wenn's denn sein muss. Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Was? Ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich werde, aber... War doch nur ein Witz, Rufus.
Natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Ich bin Doc. Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Ne, mach gleich das erste. Ja, mach schon. Ja, hast eine halbe Stunde zum Überlegen gebraucht. Sehr gut. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Genau. Du bist mir sympathisch, Rufus. Immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs kneten. Ja, ich bin schon lässig. Ersatzteile und Neurochirurgie? Seltsame Mischung. Findest du? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Verstehe. Wie Genie und Wahnsinn. Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. Was machst du hier? Wonach sieht es aus? Du wühlst wie ein Wombat im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste ich. Und? Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey, das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war, es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man einen Feuerlöscher bedient, wissen andere. Ist es noch weit zur unteren Aufgabe? Wer hat sich die ganzen Sprüche überlegt? Das ist Hammer. Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Astrein. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Was haben wir doch gerade? Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Gleich. Ja, tut mir leid. Ja, pass halt einfach mal auf. Ja, ich bin doch nicht mehr an der Höhe. Tut mir leid. Nein. Was würdest du ohne mich machen? Ja. Ich kenne keine Probleme. Nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben. Richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastler-Kodex. Gleich nach. Zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir das Bett. Was gibt's denn? Wenn zum Beispiel das mein Bike nicht anspringt. Du meinst die rostige Schrottlaube da drüben? Wie reagiert sie denn? Naja, sie rattert kurz und geht sofort wieder aus. Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügelrundschaft im Dorsalrumpf-Iminator auf der horizontalen Achse invertiert, was? ja, der Rundschaft, ja. Das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema, nicht wahr? Ist es ja auch nicht. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Also wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Stromumkehrer ist kaputt. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier. Hey, super. Das ist ja genau das, was ich brauche, offenbar. Was ist? Soll ich dir auch noch beim Einbauen helfen? Nein, so ein Unsinn. So einen avialen Stromdingens einzubauen, das mache ich doch im Schlaf. Ja, das ist mir auch mal passiert. Am nächsten Morgen hat mich meine Frau verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Ist sonst noch was? Meine Freundin ist zu schwer. So. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja. Lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Danke. Ist sonst noch was? Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Ja, kommst du zu genau dem Richtigen.
Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis, auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist, das ist zu spät. Nein, nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau lief sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. 2 Jahre? Ja, sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha, und ob? Wieso fragst du? Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus. Ich sage immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aha. Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber, nun ja. Sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus, du kennst Leute. Also, die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bau eines Stromumkehrers. Solange der Mauve-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauve-Flansch geben. Ja, bist du heftig. Okay. Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Sis. Es ist... Die Liebe mag einen Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Spaß. So ist nun mal. Ja. Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen? Tja, dafür gibt es aber, wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer geben. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. So einfach. Ach, Na, dann hoffe ich, dass ich top. Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist, senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Ich muss da mal wieder. Mach es gut und nie ohne Schutzbrille. Und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Einen Schluck, habe ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla bla bla. Habe ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was zum... Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab, aber gründlich. Okidoki. Wisch sofort den Flasch... Okidoki. Hab nichts zum Abwischen. Der Kasten ist zugeschraubt. Als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten, naive Tölpel. Geh du, nun komm schon da runter. Ups. Ein Bein reicht mir. Der Kasten, als könnte naive. Nicht solange ich noch 2 eigene... Nehmen wir einfach alles mit. Mal her damit. So. Dann gucken wir da mal rein. Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarorte. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen. Und zack, sehe ich wie eine Fledermaus.
Ganz eindeutig. Licht, endlich. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Klar doch. So, da haben wir jetzt auch was. Probier nochmal, ob er da jetzt drinnen wühlt, auf den er den Tipp bekommen hat. Wenn ich Müllsucher werden wollte, hätte ich ihn ohne triftigen Grund. Was hast denn das? Sind das Lampen, was du da jetzt alles hast, oder was ist das? Signallampe. Das ist der Stromumkehr und das ist Signallampe. Und das ist Min. Mit dem Stromumkehrer musst du dann ein Ding jetzt einbauen. Ja, genau. Ich hoffe, der kann das. Dann wollen wir mal. Upsi, immer das Gleiche mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Ah, da. Und da. Und da. Und hier ist noch ein Teil, das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Okay. Irgendwie passt das nicht. Okay, er hilft dir eh automatisch. Hoffe ich zumindest. Ich will doch nur das Zahnrad, danke. Wieso steht da 1, 2, 3, 4? Das waren doch nur 3 Sachen. Gute Frage. Nee, will ich nicht. Okay, dann war das falsch. Das kann doch nicht stimmen. Irgendwie passt das nicht. Komisch. Auf die Zahlen hinten kannst du nicht klicken. Solange der Moore-Plank noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Moore-Plank geben. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Alter, was willst du von mir? Was? Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. Mhm. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. Sorry, ich werde das Game hier überspringen. Nicht schlecht, Rufus. Du bist ein Naturtalent. Ab ins Inventar damit. Ich wette, der Doc hätte das nicht so grandios gut hinbekommen. Und? Es hält. Ha, ich meine, natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. Dann wollen wir mal. Oh, wie ein Kätzchen. Mit Asthma. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen.
Kann ich hier mehr einbauen? Wenn ich einen Stromumkehrer umkehre, fließt dann der Strom gerade? Eine interessante Theorie. Sobald ich mein Labor... An Umkehr ist nicht zu denken. An Umkehr ist nichts. Muss da nicht eine Lampe reingeben? Nein. Wahre Kreativität braucht keine roten Signallampen. Ein echter Profi erkennt sofort, was hier fehlt. Das nämlich schon mal nicht. Alter. Der tote Schaffner wird zum Weichenhebel. Welche Ironie. Mist. Passt nicht. Ich brauche wohl doch den Hebel. Ja, den habe ich aber noch nicht. Wie komme ich denn da eigentlich hoch? Da hinten, ne? Ja, da komme ich wieder zurück zum Kram. Mich wundert's, dass er nicht losfährt. Du hast doch sie noch nicht mit. Und ohne sie losfahren, oder? Hm? Ja, doch. Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin. Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Hm. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber, ich bin im Kreis gefahren. Ah, cool. Ich wusste, dass das passiert. So, da können wir jetzt sicher schon mal den Spiegel hier putzen. Dieser trockene Lappen verteilt den Dreck nur. Er muss kaputt sein. Okay. Abgeschlossen. No. Ich kann hier das Inventar mal weggehen, da ist ein Knopf. Ah, shit, nein. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Na da. Ach. Das Bein aber. Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Gott. Jetzt bist du oben. Alle Signale stehen auf Stopp, als könnte mich das aufhalten. Oha, es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Ganz groß. Ich brauche meinen Wagen wieder. Wieso? So, weil ich den mag. So, den hier. Den hast du doch jetzt schon richtig zum Weiterkommen. Wieso bist du den da wieder weg? Ach so, ist klar, ne? So, dann gehen wir runter. Ich habe einen Stromumkehrer verloren. Ich sollte mir die Bilanz. Das sind Vögelchen, die sehe ich jetzt erst. Geh noch mal zurück. Okay. Ist da nicht vorhin irgendwo Wasser runtergetropft? Ja, da hinten, da tropft's. Kannst du da mit dem Lappen? Okay, kannst nichts machen. Nee, kann ich nichts machen. Okay. Aber ich war gerade am Überlegen, ob ich das weiße Licht in die Kontrolllampe da hinten schraube. Kannst du probieren. Der Schaffner hat einen Schlüssel umhängen.
Vielleicht kannst du mit seinem Fuß gegen ihn hauen. Oder ich nehme ihn einfach. Aber wird er oben für die Wartungsklappe sein? Das hier. Ja. Autsch, heiß. Ich wollte es nur zumachen. Doch nicht. Ist da jetzt hell da drin, oder? Junge, ist das zum Glück, beherrsche ich die Augen. Ja. Die Dunkelheit. Blöd. Mit dem Spiegel kannst du wahrscheinlich das Licht da rein reflektieren. Ja. Da muss ich ihn erst putzen. Mit dem Schnaps? Ah, nicht blöd. Ja, das mache ich gleich. Aber jetzt schauen wir mal, ob der Schlüssel hier oben passt. Tada! Achtkantschlüssel, super. Da können wir gleich den Sicherungskasten aufmachen. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Hallo, kommst du öfter hierher? Zur Sicherung haben wir auch. Den Spiegel da irgendwie am Skelett oben anmachen, dass das Licht wieder rein will. Okay. Oder ich hätte es direkt da angemacht. Sofort auf unseren Freund, den Gleisarbeiter. Okay. Ja. Dann halt du den Spiegel. Nicht fallen lassen, okay? Der Rahmen ist schäbig, aber ich mag das Motiv. Jetzt müssen wir den aber irgendwie drehen. Oder? Probier's mal. Geh mal rein. Ja, sofort. Es ist immer noch zu dunkel für meinen Sonar. Blöd, dass der Scheinwerfer nicht um die Ecke leuchtet. Aber da hat er auch nichts. Ich ein Bein denke. Reicht mir. Schau mal auf den Horizont. Bis zum Horizont, Tetanus glänzender. Es wird Zeit, dass ich... Wenn ich ihn mit dem Skelettfuß anstups. Er hat angefangen. Oh, den Spiegel. Scherben bringen Glück. Ja. Okay. Schau mal zum Kran zurück und hauen da mal die Sicherung rein. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Jetzt nur noch Goal in das Mainbike liefen und wham. Wo ist das Mainbike? Mist. Ich wusste, ich hab was vergessen. Okay. Das heißt, ich muss in das Bike erstmal Müll reinladen. Müsste das nicht über den Trichter da irgendwie wahrscheinlich?
Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt. Wenn es denn da wäre. Aber er sagt, wenn es da wäre. Soll ich nochmal zum Kran gehen, aber mehr als den Hebel anvisieren kann ich auch nicht. Vielleicht kann ich jetzt an der Tafel irgendwas verändern.